Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute mit euch ein Video, wie ich euch zeige, was so meine YouTube-Checkliste ist, so gesagt. Und ja, da würde ich sagen, starten wir direkt. Also, das ist meine Liste. Die sieht so aus. Das habe ich mit meinem Textmarker angeschrieben. Das ist sehr spannend. Es gibt jetzt einmal die Video-Ideen. Da habe ich jetzt 13 Sachen. Das heißt, die Videos könnten kommen, aber es kann auch sein, dass die halt nicht kommen, weil ich einfach halt vergessen habe, entweder die zu machen oder ich verliere die Checkliste. Ja, dann würde ich sagen, starten wir. Also, Nummer 1, ein Hitchi Adventskalender. Ich hatte schon mal so zwei Hitchi Videos, einmal, wo ich es eingefroren habe und einmal, wo ich die Sachen getestet habe. Dann einmal, das könnt ihr machen, wenn euch langweilig ist. Nummer 3, meine Lieblingsfarben und so weiter. Zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, meine Lieblingsfarbe, mein Lieblingstier oder so. Nummer 4, Klamotten anziehen wie Dani Kleber. Bestimmt kennt ihr die alle. Und ich mache dann immer so, dass Leute in die Kommentare schreiben können. Welche Nummern und dann gucke ich halt im Kellerschrank, welche Nummern und ja, das wollte ich halt auch machen. Dann Nummer 5, Holz von verschiedenen Einkäufen. Das heißt, ich sag dann immer so, was ich halt, zum Beispiel, wenn ich jetzt einmal in die Stadt gehe oder so, dann zeige ich halt, was ich gekauft habe. Nummer 6, Sachen, die wir alle schon mal gemacht haben, als Kind zum Beispiel oder so. Nummer 7, mach ein Finger runter, wenn. Das heißt, da gibt es verschiedene Themen. Ich habe schon mal einen Short mit Jolene gemacht. Die verlinke ich auch nochmal hier unten, Jojo. Das ist auch ein Thema. Nummer 8, dann morgens, wie man sich ein super leckeres Brötchen machen kann. Das mache ich dann nämlich auch immer am Sonntag, wenn wir Brötchen holen. Dann Nummer 9, ein Short mit Schoko-Zitrone oder so. Halt irgendwas. Dann Nummer 10, 24 Stunden nur eine Farbe essen. Das ist auch zum Beispiel, jetzt esse ich einen Tag nur grüne Sachen oder halt trinke nur grüne Sachen. Das kommt auf jeden Fall bald in so ein Video. Das werde ich auf jeden Fall machen. Jetzt Nummer 11, Produkte testen. Das heißt, ich kaufe mir jetzt zum Beispiel einen gehypten Blush und den teste ich dann und davon kaufe ich halt dann mehrere für ein Video. Nummer 12, so Challenges. Das habe ich schon mal gemacht mit meinem Papa. Wer länger Planks halten kann, halt solche Challenges. Oder halt auch mit meinen Freundinnen und so. Und Nummer 13, Eis selber machen. Da haben wir halt so, also nicht so eine Eismaschine, sondern halt einfach so Eissachen, was man halt zum Eismachen benutzen kann. So, dann kommt, das waren jetzt die YouTube-Ideen. Das war das hier. Und jetzt YouTube-Checkliste, also für meine Videos, was ich immer drauf achten muss. Einmal beim Licht, dass ich am besten, dass das Licht halt gut ist. Dann, dass ich immer waagerecht filme, sondern nicht mit dem Handy jetzt so, sondern so. Und dann mit der Rückkamera filmen, weil wenn ich jetzt halt so filme, dass ich dann so auf mich gucke, das sieht dann nicht so schön aus, wie wenn mich zum Beispiel jemand filmt oder so. Und dann Nummer 4, das Handy soll gerade sein und nicht schief. Zum Beispiel will ich jetzt auch nicht, dass es so seid, sondern halt so gerade. Nummer 5, ein gutes Bild für den Anfang, das nennt sich auch Thumbnail. Das ist halt, wenn ihr zum Beispiel auf ein Video klickt, dann ist da ja am Anfang ein Bild und das ist dann die Thumbnail. Nummer 6, die Beschreibung vom Video. Das ist eigentlich auch immer ganz wichtig. Nummer 7, finde ich, ist eigentlich so ein Punkt. Ich muss es selber gucken wollen. Zum Beispiel mache ich jetzt so ein Video und ich laber die ganze Zeit nur dasselbe. Und deswegen soll man halt auch gucken, dass man das selber auch spannend finde. Also ob man das selber auch angucken würde, das Video. Nummer 8, Selbstbewusstsein. Das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Nummer 9, am Anfang des Videos, wenn ich jetzt zum Beispiel am Ende irgendwas, also ich bastel so ein Bastelvideo,
Dann habe ich ja am Ende das Ergebnis. Und dann zeige ich 10 bis 15 Minuten am Anfang vom Ergebnis. Das heißt, Nummer 9, 10 bis 15 Sekunden beste Stelle am Anfang. Und dann Nummer 10, das ist wirklich der allerbeste Punkt. Der allerwichtigste, nicht der allerbeste, sondern. Also nicht sondern. Das ist. Ihr sollt. Also. Man soll nicht gucken, ob die anderen besser sind. Man soll sich nicht mit den anderen vergleichen. Ja, das ist meine YouTube-Checkliste mit YouTube-Ideen. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ein Thema für meinen Kanal zu machen. Das hat mein Papa nämlich gesagt, dass das dann besser ankommen wird. So gesagt, dass ich ein Thema für meinen Kanal habe. Und da habe ich mir jetzt einmal hier aufgeschrieben, auf meine schöne To-Do-Liste, habe ich mir einmal aufgeschrieben, wie viele Videos ich von zum Beispiel Ausflügen habe, wie viele Videos habe ich, wo ich mich schminke, wie viele Videos habe ich, wo ich was aufräume und wie viele Videos habe ich was, wo ich was bastel. Dasselbe habe ich jetzt auch einmal bei Shorts gemacht. Das sind dann auf jeden Fall ein bisschen mehr Sachen. Okay, dann starten wir mal bei den Videos. Also über Ausflüge habe ich 6 Videos. Übers Schminken habe ich 8 Videos. Übers Aufräumen habe ich 6 Videos. Und Basteln habe ich auch 6 Videos. Das heißt, also ich finde auf jeden Fall, Schminken wird ein Teil von meinem also ein Teil von meinem Kanal. Und jetzt könnt ihr ja mal vielleicht in die Kommentare schreiben, was ihr sagen würdet. Was ich machen soll. Ich kann auch jetzt zum Beispiel bei den Videos, nämlich zum Beispiel jetzt Thema, also jetzt so provisorisch, Thema Schminken und Ausflug. Und dann mache ich bei den Shorts, mache ich zum Beispiel Tänze, verschiedene Tänze und Ausflüge oder Kalender. Also halt so Sommerkalender haben wir jetzt auch gemacht. Und dann noch so ein Adventskalender halt. Und ja, sowas kann man halt auch verschieden machen mit dem Video, mit dem Short, also dass es so gesagt andere Themen auch sind. Und jetzt lese ich einmal, wie oft ich Ausflüge bei Shorts hatten. Bei Ausflüge hatte ich 31 Mal, warte, ich muss da mal hinschreiben. 31 Mal hatte ich Ausflüge bei Shorts. Tänze hatte ich 46 Mal. Und vom Kalender, ich hatte dreimal einen Kalender, jetzt einmal einen Sommerkalender, dann noch einen Kalender und ich glaube noch, dann noch einen Kalender. Ich glaube entweder drei. Ja, drei, genau. Und davon hatte ich dann insgesamt 72 Mal den Short. Das heißt, wenn ich jetzt das zähle, es gab natürlich noch ganz andere Themen. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Shorts noch ein Thema basteln nehme, dann wäre das voll unlogisch, weil ich bisher erst einen Short davon hatte. Deswegen entscheide ich mich, glaube ich, bei Shorts für Tänze und für Kalender. Das heißt, darauf mache ich das jetzt so gesagt. Und dann mache ich bei Shorts, mache ich, glaube ich, auch noch so. Halt auch noch solche Sachen, wie ich jetzt auf meiner YouTube-Ideen hatte. Zum Beispiel so wie Dani. Das heißt, das wird sich manchmal so gesagt ändern. Und bei Videos bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass ich schon Schminken nehme. Aber den Rest weiß ich halt noch nicht. Also halt zu Schminken gehört auch so Kosmetik und so. Ja, okay. Das war das jetzt eigentlich schon. Und falls ihr auch einen YouTube-Kanal habt, nehmt euch, ihr könnt irgendwo halt solche Sachen machen. Und dann macht ihr euch einfach so eine Liste. Und dann könnt ihr euch immer für jedes Video so eine Checkliste und dann könnt ihr das da abhaken. Und das ist richtig gut, weil das habe ich hier auch gemacht. Für einen Short habe ich hier verschiedene Sachen aufgeschrieben. Und ja, dann würde ich sagen, gib mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch kein weiteres Video mehr verpasst. Bis nächstes Mal. Ciao.